Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nier Automata. Und ja, wir machen mal weiter und werden hier durchschnetzeln. Kann man da nicht hinter? Geht das nicht? Ah, ne, okay. Na, da will ich mich nochmal umgucken, weil die Musik auch schlagartig aufgehört hat. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Gut, ich weiß ungefähr. Ah, Taschenlampe ist auf L3. King. Also das hier sieht auf jeden Fall anders aus als beim letzten Mal. Beim letzten Mal gab es, glaube ich, diese Treppe hier nicht. Ne, die gab es definitiv nicht, diesen Weg. Oh. Moment, das geht? Wir können Vögel ab. Okay. Also auf jeden Fall kennt unsere BC 2B hier, also 2B, kennt keine Vögel. Das ist also gut, sie war noch nie auf der Erde. Deswegen kann man das verstehen. Aber hier gibt es jetzt gleich ein nettes Kämpfchen, weil es war alles noch in der Demo mit drin, nur ohne die ganzen Dialoge. Ein paar waren schon drin, aber ich würde jetzt gern Test nochmal drüber springen können. Putz. Zack, 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 zack. Schon lustig. Und, oh, da kann man looten. Kupfererz. Kann man bestimmt irgendwann noch Waffen draus machen. Und wenn nicht, ist es gut zum Verkaufen. Aber wenn man so selber die Waffen machen kann, ohoho. Es wird witzig. Also wenn, ich weiß es nicht. Heb auf. Kupfererz. Man kann da nicht hoch. Oh Mann. Mittlere Erholung. Also, wir waren ja auf jeden Fall auf den Kampf vorbereitet. Besonders diese Ebene da vorne spricht schon für sich. Und wir werden uns jetzt dahin begeben. Kann man so drin gucken. その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。 Dam, dam, da 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 dam. Ja, da greife ich nicht an, wenn der Raum sehen will. Erstmal einen komplett fokussen. Oh Gott, ich drücke doch die ganze Zeit R2. Oh, die haben dieselbe Lebensanzeige, das ist praktisch. Oh Gott, ey. Darf ich mich nicht heilen? Das sieht nicht so aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Kann ich wieder weg? Leute, für diesen Job wurde ich nicht bezahlt. Ich nehme Urlaub. Das war nicht der Auftrag. Der will uns nur in seinen Van mitbringen, ja. Ich sag dir, der verkauft Süßigkeiten. Also angeblich. Stufe 6, jetzt Stufe 4.
Oh, stimmt, den orangen, den dunklen muss man ausweichen. Diese HP-Leiste. Oh mein Gott, nein, es. これが目標の超大型兵器破壊する援護します警告敵兵器の下方向からの攻撃推奨退避。 Sprint, 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 sprint. Easy. So, gezielter Headshot. Jetzt ist der Kampf schon mal leichter als davor. Hacke mich jetzt rein. Das ist schon krass, dass die Raketen gerade stehen bleiben. Ah ne, die hatten vorne so eine Bremse. So eine Bremse. Ah, okay. Ist ja dem damals nicht aufgefallen. I'm still alive. Böster? Ich say boost. Gerade deaktiviert, oder ist klar? Nein, es! Nein, es! Blackbox-Handel-Kenji. Zwischen-Auto-Nash. Kyujo-Sre! Ja, wir besteigen den Feind. Oh, ist wieder an. Warum war er überhaupt nicht? Aber noch weiß er nichts von uns. Okay, er weiß von uns seine ganzen kleinen Scheißer nicht. Ja, hier los, lass uns zu 9S, das ist unser Kumpel. Der ist der korrekte Dude. Den Megasort hier können wir später auch noch machen. Nichts zum Looten. Ah, hier ist ein Leiter. So kletter ich übrigens auch immer Leiter hoch, so Jumps und am Ende nochmal wunderbar einen kleinen Handstand machen, ja? Das ist easy. Ich meine, wer klettert nicht so hier eine Leiter hoch? Nein, yes. Oh, zum Glück ist er kein Mensch, dann wäre jetzt auf jeden Fall dumm. Putz! Tschüss. Also im Nahkampf, die mache ich easy, aber die Fernkämpfe sind aktuell noch mal gut. Da war Loot. うるさい。いいから出して。トゥビ。言って。待って。
兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。2B の承認を求む。お願い。So, das hab ich auch. Auf jeden Fall tragischer Tod von 9S. Und jetzt kommt die Rache. Kannst du überhaupt was für Bimbo hier? Hat er letztes Mal nicht drauf gehabt mit dem Strahl. Jo. Wie machen die das? Also ich hätte auch gerne, ich würde gerne wissen, wie genau die da diese Arme übernehmen. Bots. Bots. Vernichtung. Jedenfalls sieht das sehr geil aus. Natürlich, der bewegt sich einfach. Na gut. Sehr gut. 強引な戦い方ですね。 2B は本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。Okay, tschüss. Wo ist mein Urlaub? そんな… Oh, sei. Oh, sei. なかなかうまくはいかないみたいですね。ディアームアンドロイド準備はできました。ブラックボックスを分かった。 神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。 2B、あなたと共に戦えて
光栄でした。私もだ。Wie sehen die eigentlich was? Tapocha. Übrigens, genau jetzt ist die Demo beendet gewesen. Das heißt, ab jetzt spiele ich blind. Yay, blind spielen. Aber ist eigentlich auch viel besser bei storybasierten Spielen. Trophäe erhalten. Wiederbelebter Körper. Diese Trophäe spoilert mich. Mies. Richtig mies. Ich habe auch hier Moveset im Nahkampf. Wutz, 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 ne? Okay. Tobi. Saksen war seikou deshita ne. Teki-O-Gata Heiki war hakai sare, Teki-Shihai-Chiiki heno Shinnyu-Keiro ga kakuho sare mashita. Kongo no... Nine-S. Hai. Arigato. Saigo ni. 私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。Also keine Erinnerung mehr an den Rest. Was soll diese Geste bedeuten? Dieses Spiel nutzt Online-Funktionen für sein Nachrichtensystem mit dem Internet verbinden. Dies kann stets im Systemmenü geändert werden. Wir machen mal ja. Vielleicht gibt es dadurch ja noch andere coole Funktionen, sowas wie PvP oder Co. Aktuellen Fortschritt speichern. Ja, natürlich. Speichern. Spiel. Speichern. Auf dem Platz. Speichern. Ja, natürlich. Wo denn sonst? Kurosai. Kurosai. Lebenszeichen grün. Blackbox Temperatur normal. Überprüft der verbleibende Energie 100%. Systemüberprüfung abgeschlossen. Seeleki 5012. 人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略。異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年。衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。 Ich glaube, die haben den Androiden Gefühle gegeben, damit diese sich nicht gegen die Menschheit stellen. Das könnte natürlich sein. Verständlicherweise wäre das auch. Tübi, können Sie mich hören? Zuerst müssen Sie Ihre Heiligkeitseinstellung überprüfen. Alles klar. Aufzeichnung. Was ist das? Muss ich irgendwas drücken? Ich will jetzt nichts drücken, um es zu skippen. Das wäre ziemlich scheiße. Sie wissen nicht, wie man die Heiligkeit einstellt. Ich glaube, das muss über irgendeine Eingabe geschehen.
Ah, no, dann warten Sie einen Moment. In Ordnung. Ich brauche eine weibliche Stimme dafür. Okay, ich habe die Anleitung gefunden. Wenn Sie diese befolgen, sollte es etwas einfacher sein. Also gut, legen wir los. Wir gehen alle Einstellungen nacheinander durch. Fangen wir mit der Helligkeit an. Nur das rechte Symbol darf sichtbar sein. Das wäre bei mir nicht mal dieser Fall hier, weil ich das linke ganz leicht erkennen kann. Aber da wir für eine Aufnahme sind, würde ich sagen, wir machen mal so, dass das linke ungefähr so ist, damit ihr auch was seht. wir nehmen mal so ein bisschen die Mitte, ja? Okay, sieht das gut aus? Wenn es mir zu hell ist, stelle ich es runter. Verstanden. Und ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass der gesamte Vorgang für die Nachwelt aufgezeichnet wird. Schauen wir uns mal Ihre Einstellung zur Spracherkennung an. Anscheinend ist Ihre Spracherkennung auf stumm gestellt. Das geht natürlich nicht. Ich werde Ihnen jetzt einfach zurufen, Sie müssen mich hören können. Okay. In Ordnung, ist das gut so? Es geht mir gut, dann ist deine Stimme beruhigt mich. Sagen wir das mal, ja? Arigatou gozaimasu. Kore de option no settei wa kanryou desu. Ora, jibaku kyoka no koumoku ga kiete ru. Chotto matte kudasai. Sugu ni fukugen dekiru no de. Was? Boku ga settei shitemo ii in desu ga. Alles klar. Bildschirmtechnisch, Kamera, blablabla, die lasse ich sogar so. Ich fand die ganz okay. Und Schwierigkeitsgrad kann man hören. Du stirbst bei einem Treffer, das ist so räudig. Ja. Aber wir lassen es aufs Normal. NPC-Partner kannst du, lassen wir auch erstmal so. Vibrationspunkte. Und auch die Sprache finde ich japanisch übel geil, also lassen wir die auch drin. So. Ohayo gozaimasu. ないんです。司令官からの命令で、2Bさんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たち9Sモデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。9S。何でしょう？ 継承はいらない。え?私の名前に3はつけなくていい。あ、はい。わかりました。あ、そうだ。司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。2Bさん。あ、いや。2B。え、2B。 Das kann man hier so machen. Pausieren. Was wäre jetzt, wenn ich hier drücke? Speichern. Ach, jetzt ist Speichern. Ah, okay. Das heißt also. Ja, klar. Das heißt also, ich werde das jedes Mal so machen, dass, wenn wir hier sind, ich wahrscheinlich die Aufnahme beende. Oder je nachdem, wie lang die Folge ist, weil ich auch nicht zu viel hochladen möchte. Was kann man denn noch so machen? Was kann man hier so haben? Geldmittel. Oh. Kleine Erholung. 100. Alles klar. Hat LP-Leiste was? Blende die LP-Leiste des Spielers ein. Zeigt eine Soundanalyse als Grafik. Muss ich mir das alles holen? Hey, nee, oder? Auto Waffen wechseln. Chip nur im Spielmodus einfach ausrüstbar. Bla. Okay, ja. Autoangriff. Hä? Das ist doch alles ein bisschen blöd. Nee, wir holen uns aber hier so ein bisschen was. Auf jeden Fall, eine Erfahrungsleiste ist wichtig. Ja, es ist generell wichtig. So, hat
Angelplattform. Oh, man kann angeln in dem Spiel. Na, Noctis wird sich freuen, ne? ja, den holen wir sogar auch. Ach, das sind die teuer. Und wir haben kein Geld mehr. Und verkaufen könnte man jetzt das alles. Gut, wir haben das alles ein paar Mal und so. Schadenswert 3. Die lasse ich alle mal so, denn ich habe kein... Ich könnte mich die hier verkaufen, aber nein. Gut. Und jetzt muss ich noch ausrüsten oder nicht? Das wäre so die Frage. Waffen. Waffenset 1. Doch nicht die bloßen Fäuste, ja. Kleine Schwerter. Oder was haben wir denn da? Tugendvertrag. Nein. Was haben wir hier? Bloße Fäuste, Kampfmaschinen. Haben wir nicht mehr das große Schwert? Okay, nein, das haben wir scheinbar verloren. Alle Waffen. Also wir haben jetzt ein neues Schwert bekommen. Okay, eigentlich schade. Fähigkeiten. Fähigkeiten, Pod-Programme. Der Laser. Ja, der ist geil. Plugin-Chips. Chip einstellen, anpassen. Ausgerüstete Chips. Was haben wir denn? Alle Chips ist... Androiden-Zentralsystem. Entfernung führt zum Tod. Bei der EP des Spielers an. Bewegen. Wie bewegen? Ah, wir können die so mit... Die Erfahrungsleiste hätte ich auch gerne drin. Ja, hier, zack. Und das auch. Ah, verstehe, die müssen immer so untereinander sein. Ah. Gut, passt erstmal. Unterstützung. Okay, optimieren könnte ich jetzt. Ich würde gerne wissen, was die Anordnung der Chips ändert. Ob das vielleicht die Position von den ganzen Sachen ändert. Aber da muss man sich umgucken. Einheiten da, Tutorials, Waffengeschichten. Gut, aber ich würde mal sagen, das reicht auch fürs Erste mit der Folge. Und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, das Video zu bewerten und ciao.